Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir für euch meine Neuzugänge aus dem Monat Juli. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe in keinem Monat bisher so wenig Bücher gekauft, beziehungsweise sind in keinem Monat so wenig Bücher eingezogen wie jetzt im Juli. Ich weiß nicht, ob das einfach am Sommerloch liegt oder daran, dass ich gesagt habe, ich kaufe mir jetzt Juni und Juli so gut wie keine Bücher. Und tatsächlich habe ich auch das durchgezogen. Also klar, das eine Buch habe ich mit einem Gutschein gekauft, aber das zähle ich nicht als Geld ausgeben. Man kann sich auch alles schön reden. Aber ja, ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten Buch. Es sind tatsächlich insgesamt nur 1, 2, 3, 4, 5 Bücher hier eingezogen, beziehungsweise eigentlich noch ein sechstes, aber das packe ich in den August, weil es im August erscheint und weil ich es als Buchbox bekommen habe, die ich noch nicht aufmachen darf. Deshalb kann ich es euch noch nicht zeigen und ich packe es einfach dann in den Neuzugänge August oder in das Neuzugänge August Video. So, starten wir einfach mal mit dem ersten Buch, das ich von meinem Geburtstagsgutschein gekauft habe. Und zwar ist das Vergissmeinnicht, was bisher verloren war, von Kerstin Gier. Das Buch ist der zweite Band der Vergissmeinnicht-Reihe. Ich glaube, es werden insgesamt 3, wenn ich das jetzt richtig weiß. Kerstin Gier ist ja sowieso eine meiner allerliebsten Autorinnen auf dem deutschen Markt. Schon eh und je gewesen. Also wer bei dem Namen nicht genau weiß, wo er das zuordnen soll. Sie hat auch die Edelstein-Trilogie geschrieben, das heißt Rubinrot, Smaragdgrün und Saphirblau. Und sie hat auch das Wolkenschloss geschrieben und sie hat die Silberreihe geschrieben. Und noch ganz, ganz viele, ich nenne es immer Mutti-Romane, das soll gar nicht abwertend sein. So Bücher wie die Müttermafia zum Beispiel hat auch Kerstin Gier geschrieben. Aber worum geht es hier in dem Buch? Wie gesagt, es ist der zweite Band und ich werde euch jetzt den Klappentext zu Band 2 vorlesen. Also wer Band 1 noch nicht gelesen hat, der skippt jetzt gerne mal weiter oder sollte jetzt weiter skippen, bis ich das nächste Buch hochhalte. Stell dir nur mal vor, sagte Mathilda begeistert, wir beide in einem Wahlzeppelin. Jetzt schien Quinn endlich zu kapieren. Seine Augen weiteten sich nur über meine Leiche. Mit Feen abzuhängen, durch Portale in eine Parallelwelt zu spazieren und Superkräfte zu besitzen, daran hat Quinn sich mittlerweile gewöhnt. Blöd nur, dass ihn jedes Geheimnis, das er aufdeckt, vor neue Rätsel stellt. Ohne Mathilda und ihre ganz spezielle Art, den Dingen auf den Grund zu gehen, wäre er völlig aufgeschmissen. Dass er sie doch eigentlich vor den Gefahren des Sounds beschützen wollte, hindert Mathilda nicht daran, sich kopfüber ins Abenteuer zu stürzen. Denn die beiden müssen dringend ein paar Fragen klären. Steckt eine Geheimgesellschaft hinter dem Tod von Quinns Vater? Wie bändigt man eine Sphinx und erst die intrigante neue Mitschülerin? Und kann man überhaupt verliebt sein, wenn man ständig in Lebensfrage rät? Dann durfte auch eine Tic-Tac-Sensation diesen Monat einziehen, und zwar Broken Plate, die Klinge des Königs. Ich habe tatsächlich von Melissa Blair noch gar nichts gelesen und bin dementsprechend blutiger Anfänger. Ich kann euch auch tatsächlich nicht sagen, was sie so bisher sonst geschrieben hat, weil ich von der Autorin tatsächlich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber das Buch ist extrem gehypt auf TikTok und ja, ich bin da ja immer so ein bisschen zwiegespalten. Aber hier haben mich die ganzen positiven Vibes doch zum Buch greifen lassen. Sie ist die Assassine des Königs. Er ist ihr Todfeind und kennt ihr größtes Geheimnis. Als Klinge des Königs von Elverath hat Kira alles erreicht. Niemand, der von verbotener Feenmagie gezeichnet ist, kann ihr entkommen. Bis jetzt. Als Gerüchte über einen Rebellen aufkommen, der sich der Schatten nennt, muss Kira zeigen, was sie kann. Doch auch sie verbirgt ein dunkles Geheimnis. Und als sie und der Schatten aufeinandertreffen, ist plötzlich alles anders als zuvor. Kira muss sich entscheiden, wem ihre Loyalität gehört und wem ihr Herz. Dann darf ich ein ganz, ganz tolles Projekt für Autoren begleiten, beziehungsweise für Autoren und Autorinnen, wie der Titel nämlich auch schon sagt. Affirmation für Autoren und Autoren. Das Ganze ist von der Wortreich Academy, 52 Wochen voller kreativer Impulse fürs Schreiben. Da werdet ihr demnächst auf meinem Instagram-Kanal auch noch etwas dazu finden, mehr Infos etc. Ich habe da auch schon
das Unboxing der Buchbox mit euch gemacht, also wen das interessiert. Vielleicht habe ich ja den einen oder anderen eigenen Autoren in meiner Community. Solltet ihr euch das auf jeden Fall mal angucken. Ich fand das Buch sehr, sehr hilfreich und auch was mein eigenes Autoren-Ich angeht, denke ich, dass ich da einiges von umsetzen kann. Ich lese euch jetzt gerne mal vor, was hier hinten noch draufsteht. Es ist kein richtiger Klappentext, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Du kannst alles schreiben, was du möchtest. Finde dein Schreibritual, errichte das Fundament für deine Schreibidentität. Übe deine Gedanken fließen zu lassen. Lerne deinen Schreiballtag, deine Authentizität und deinen Flow kennen. Tausche dich mit Gleichgesinnten aus. Trete in Verbindung mit der Welt. Befreie deine Kreativität. Affirmationen sind magisch. Auf das nächste Buch musste ich richtig, richtig, richtig lange warten. Es sollte am 21. Juni erscheinen und ich glaube, es wurde mir im Bloggerportal irgendwie Anfang Juli jetzt erstmal genehmigt. Also so, ich glaube, 5. 6. Juli, also doch schon eine Weile nach Erscheinungstermin. Und zwar war das Hotel Magnifique. Ich hatte das eigentlich auf die Leseliste für Juli gesetzt, dann hat sich das Ganze etwas verzögert und dementsprechend werde ich es jetzt frühestens Ende Juli, wenn nicht sogar erst im August lesen. Was ich ein bisschen schade fand, das Buch kam ohne Buchschnitt an, weil der Buchschnitt hierzu ist richtig, richtig schön. Ich weiß, es geht um den Inhalt, aber irgendwie hatte ich doch gehofft, wenn ich schon die Erstauflage bekomme vom Verlag, dass ich dann auch das mit Buchschnitt habe. Ist leider nicht passiert, aber gibt natürlich viel, viel Schlimmeres. Das sind alles First World Problems und ich versuche auch, ja, mich nicht von diesem ganzen Buchschnittthema so triggern zu lassen, aber manchmal, ja, stört es mich dann doch ein kleines bisschen. Das legendäre Hotel Magnifique reist nachts, wenn seine Gäste schlafen, an die spektakulärsten Orte. Als es in der Hafenstadt Dourg Station macht, sieht die früh zur Waise gewordene Jani die Chance gekommen, ihrem tristen Leben zu entfliehen. Kurzerhand heuert sie im Hotel Magnifique an, als Dienstmädchen. Doch dort scheint es nicht mit rechten Dingen zuzugehen und schon bald kommt Jani einem ungeheuerlichen Geheimnis auf die Spur. Und last but not least durfte The Stars Reach hier einziehen. Ich finde dieses Motiv hier auch schon wieder so schön. Ich mag ja diese minimalistischen und filigranen Zeichnungen sehr, sehr gern, auch bei Tätowierungen und sowas. Anja Oma hatte ja auch so eine wunderschöne Reihe rausgebracht mit solchen Zeichnungen auf dem Cover. Lieben wir einfach. Hier bin ich auch jetzt total gespannt. Ich habe es gestern Abend angefangen, habe da zum Beispiel auch hier eine Illustration, habe da auch nur ein paar Seiten gelesen. Und bin sehr, 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 sehr gespannt. Es ist sogar von der Autorin unterzeichnet. Habe ich gestern gar nicht gesehen. Da freue ich mich gerade nochmal doppelt. Und jetzt erzähle ich euch natürlich noch, um was es geht. Nachdem Ivy ihren Freund Leon beim Fremdknutschen erwischt hat, will sie nur noch eins. Keine Kerle mehr in ihrem Leben. Sie packt die Koffer und erfüllt sich endlich ihren Traum, Australien zu bereisen. Schließlich landet sie in dem kleinen Küstenort Emerald Bay, der sie sofort verzaubert. Hier will sie auf einer Farm aushelfen und ihr Leben neu sortieren. Sie hat jedoch nicht damit gerechnet, dass ihre Mitbewohnerin Taylor in Wahrheit ein verdammt gut aussehender Typ ist. Taylor renoviert das Haus am Meer, in das nun auch Ivy einzieht. Ihre Begeisterung hält sich in Grenzen, doch nach und nach schleicht sich Taylor dennoch in ihr Herz. Aber ist Ivy überhaupt bereit für eine neue Liebe? So ein klassisches Thema oder so ein klassisches Problem in New Adult Romanen, aber ich lese sowas so unheimlich gern und auch die ersten Seiten haben mich schon richtig begeistert. Ich weiß nicht, ob ich es den Monat noch beendet bekomme, aber ja, ihr werdet spätestens im nächsten Lesemonat davon hören, ob es mir denn final auch noch so gut gefallen hat. Ihr Lieben, das waren schon wieder alle Bücher, die ich den Monat gekauft habe, beziehungsweise die Bücher, die hier eingezogen sind. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, welche Bücher das bei euch waren. Wie immer packe ich sie euch auch als Link in die Infobox, da könnt ihr reinschauen. Da gibt es den Link zu Thalia und Amazon, da müsst ihr dann nicht ewig nachsuchen. Das war's jetzt von mir, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!